بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ليبقش بست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen inshallah heute weiter mit unserem Thema: Was weißt du über die Engel? Und letztes Mal haben wir über viele Sachen geredet, und wir haben auch gesagt, dass in der Nacht von Laylatul Qadr die Engel, die runterkommen, sind mehr als die Kiese, die hier auf der Erde sind. Damit gemeint, diese kleinen Steine, die auf der Erde sind, in dieser Nacht kommen die Engel runter so andauernd. Ganze Nacht bis Al-Fashr. Mit was kommen sie? Mit Ar-Rahma, mit der Barmherzigkeit, mit was noch? Al-Barakat, Allahu Akbar. Und man merkt, dass in dieser Nacht Ruhe ist. Und Alhamdulillah, jemand, der das getroffen hat und auch ausgenutzt hat. Und kann sein, dass immer noch nicht Al-Laylatul Qadr ist. Diese Tage, die noch geblieben sind, muss man immer Power geben. 3 Tage, kann sein 2 Tage, je nachdem. Aber trotzdem, Allah Azza wa Jal hat uns diese Möglichkeit gegeben, damit wir diese Zeiten ausnutzen. Ich sage immer, Laylatul Qadr khayr min alfi shahr, ist besser als 1000 Monaten. Es ist ungefähr 83 Jahren und 4 Monaten. Was du in einer Nacht machst, das ist Vergleich 83 Jahren und 4 Monaten. Allahu Akbar. Wer kann uns solche Sachen geben, wenn Allah Azza wa Jal uns nicht das gibt? Ich sage immer, dass Allah Azza wa Jal, er will uns vergeben. Aber wir wollen nicht. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah will, dass er euch vergibt. Deshalb hat uns immer diese Möglichkeiten immer gegeben. Damit wir Hasanat sammeln. Damit wir zurück zu wohin? Wieder wo wir waren. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Kehrt zurück. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. الجنة تنتظرنا. Das Paradies wartet auf uns. Das Paradies ist bereit für uns. Das Paradies ist eigentlich für uns. Allah Azza wa Jal hat diese 8 Toren gemacht, damit wir von diesen Toren reinkommen. Je nachdem, wie du in Dunya warst, kann sein, dass du stark beim Fasten warst. Du kommst von dieser Tür von Bab al-Rayyan. Kann sein, dass du stark beim As-Salah. Auch genauso, du kommst auch von dieser Tür von dem Gebet. Deshalb, liebe Geschwister, die Tage, die noch sind, müssen wir weiter Gas geben. Nicht schlafen. Einfach Power geben. Und wenn jemand das trifft, Alhamdulillah, Allah liebt ihn. Und Allah, wenn du diese 10 Nächte von Ramadan richtig ausgenutzt hast, dann sei sicher, dass du auch 100% Laylatul Qadr
getroffen hast. Letzter Unterricht oder letzter Vortrag haben wir über die Engel geredet und wir haben gesagt, dass die Engel sich schämen. Allahu Akbar. Und wir haben gesagt, warum nehmen wir auch nicht die Engel als Vorbild bei dieser Eigenschaft? Warum schämen wir auch nicht? Warum nehmen wir nicht auch als Vorbild, wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sich vor Uthman radiallahu anhu schämt? Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam schämt sich vor Uthman radiallahu anhu. Das heißt, wie war Uthman radiallahu anhu? Und welche Eigenschaften hat er gehabt, damit Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sogar auch die Engel vor ihm schämen? Allahu Akbar. Und auch von ihren Eigenschaften, die mögen nicht schlechte, also Geruch. Ein schlechtes Geruch mögen die nicht, die Engel. Nicht nur wir als Menschen mögen wir das nicht, sondern auch die Engel mögen kein gutes, kein schlechtes Geruch. Und wir haben viele Beweise, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, كما جاء في حديث رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث. Das Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns, also das ist eine Sache, die unerwünscht ist, nicht verboten, dass man nicht, also al-basal, Zwiebeln nicht, also das ist nicht verboten, dass man das nicht isst. Oder wie Knoblauch zum Beispiel, wir dürfen das essen. Aber wenn du nicht, wenn du zum Beispiel das gleich gegessen hast und so in die Moschee gehst, dann das stört. Stört nicht nur die Menschen, sogar auch die Engel. Deshalb sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einer, der Zwiebel oder Knoblauch oder Al-Kurath, das ist auch eine Art von Zwiebel, wenn jemand das gegessen hat, er darf nicht zu uns kommen. Aber im Vergleich mit was? Zigaretten. Einer, der raucht. Fast gleich. Das heißt, du kommst in die Moschee und du willst mit also Leuten beten, aber du stinkst nach Zigarette. Und subhanallah, schau mal. Zwiebel ist halal. Aber Zigaretten sind haram. Und dazu auch, du riechst nach Zigaretten. Und du willst auch neben dem Bruder auch also beten. Aber du stinkst nach Zigarette. Damit gemeint, nicht nur die Brüder stößt, sondern auch die Engel. Die Engel sind auch dabei. Und die mögen sowas auch nicht. Die mögen nur was Schönes. Ein gutes Geruch. Wie wir. Das ist auch eine Eigenschaft von der Engel. As-Sahaba radiallahu anhum. Yani, غلبتهم أنفسهم. Die haben das gemacht, die haben das gegessen. فَأَكَلْنَا مِنْهَا. Wir haben Zwiebel gegessen und so weiter und so fort. Dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرُبَنَّ مَسَاجِدَنَا أَوْ مَسْجِدَنَا. Einer, der von diesem Zwiebel zum Beispiel gegessen hat, er darf nicht zu uns kommen. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَدَّى مِمَّا يَتَأَدَّى مِنْهُ الْإِنْسُ. Weil, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiter, weil das stört auch die Engel. Was uns stört, stört auch die Engel. Allahu Akbar. Das heißt, an-Nadafa, die Reinheit. Wenn wir in die Moschee kommen, müssen wir mit einem guten Duft kommen. Allah Azza wa Jalla yaqul, Ya bani Adama, khudu zinatakum inda kulli masjid. Das heißt, egal wann, wenn wir in die Moschee kommen, muss man was, also ein gutes, also Parfüm nehmen. Nur für Männer, für Frauen nicht. Frauen dürfen nicht das nehmen, wenn die draußen sind. Warum? Es gibt ein Hadith, sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn eine Frau also Parfüm trägt und so draußen geht, فهي زانية, subhanallah,
فهي زانية فهي زانية. Das genau wie Sina gemacht hat. Unzucht. Obwohl die das nicht direkt gemacht hat, aber durch diese Parfüm, was sie getragen hat oder was sie genommen hat. فهي زانية. Das heißt, kann sein, dass in Yawm al-Qiyamah sie werden mit Leuten, die Zina gemacht haben, gerufen. Oh Leute, die Zinsen genommen haben, kommt ihr in diese Ecke. Oh Leute, die auch Zina gemacht haben, kommt ihr und hier in diese Ecke. Und du bist auch dabei, obwohl du kein direkter Zina gemacht hast. Warum? Weil du Parfüm als Frau genommen hast und so draußen gegangen bist. Sogar auch, es gibt ein Hadith, subhanallah, dass die Frau, wenn sie Parfüm genommen hat und so draußen gegangen ist, sie muss Ghusl machen. Subhanallah. Yani, es gibt manche Sachen, die auch bei Schwestern, die nicht richtig achten. Yani, die sagen, kein Problem, das ist ein großes Problem. Deshalb sage ich, subhanallah, nehmt ihr diese Eigenschaften und die Engel. Wir müssen die Engel auch als Vorbild nehmen. Yani, Al-Malaika sind in der Moschee. Und du kommst und du riechst nach Käse, nach Zigaretten, nach Knoblauch. Es gibt manche, subhanallah, die essen so viel Knoblauch. Sogar das Geruch kommt von Ohren raus. Richtig so. Mit Rauch sogar. Ach, ich stört. Oder manchmal, subhanallah, du betest neben einem Bruder. Ach, richtig riecht. Gibt's Wasser? Warum nicht duschen? Al-Islam din al-Nadafa, din al-Tahara. Einfach Wasser, nur Wasser, nur mit dem Wasser. Hauptsache, dass du nicht riechst. Oder es gibt auch manche Geschwister, die haben einen Bosch hier in ihrer Achsel. Ein Bosch und viele Läuse. Was ist das? Man darf sowas nicht. Und du sagst ihm, Ach al-Karim, was ist das? Du darfst sowas nicht haben. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn das überhaupt, dann nicht mehr als 40 Tagen. Kama ja'a fi hadith rawahu Muslim. Nicht mehr als 40 Tagen. Also, Dinul Islam, Dinul Nadafa, Dinul Tahara, muss man so dich richtig gut riechen. Weißt du? Es gibt manche Brüder, wallahi, die riechen richtig gut. Die benutzen nur ein Parfüm, kostet 1 Euro. Aber subhanallah, die riechen richtig gut. Nicht wie wir. Das heißt, du nimmst ein paar Sachen, aber ich kann dir sagen, du nimmst ein Parfüm, Boss Parfüm zum Beispiel, oder diese teure Parfüme, aber du nimmst keine Dusche. Du wirst immer nach Schweiß also riechen. Deshalb, lieber Bruder, denk immer an die Engel. Wenn du in die Moschee kommst, denk auch an die Engel. Du störst auch die Engel, wenn du nicht sauber bist, wenn du auch schlecht riechst. Amma adadu al-Malaika, keiner weiß wie viel, außer Allah Azza wa Jal. Kein Mensch weiß, wie viele Engel in dieser Welt sind. Keiner weiß, außer Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal sagt, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Wer weiß, wie viele die sind? Allah Azza wa Jal. Warum? Allah Azza wa Jal hat sie erschaffen. Und der weiß genau, wie viele die sind. Allahu Akbar. Das ist auch Makhlukat, subhanallah. Die aus Licht, Allah Azza wa Jal hat sie erschaffen. Yani anna al-Malaika, الله أعلم في الجزنت يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في صفة اسكبت أين كما الله عز وجل يقول والبيت المعمور في سورة الطور الله شفيرت باي genau wie ein Kaaba in siebte Himmel also in siebte Himmel gibt es ein Kaaba. Die Gelehrten sagen, wenn diese Kaaba die in siebte Himmel runterfällt, wird auf diese Kaaba, was wir hier auf der Erde haben. Das heißt, die ist richtig direkt. Für was ist diese Haus?
Allahu Akbar, jeden Tag sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 70.000 Engel machen die Tawaf und die gehen weg. Nächsten Tag kommt 70.000 nochmal. Allahu Akbar. Wie viel ist das? Allahu Akbar. Das heißt, seit Allah Azza wa Jal dieses Haus gemacht hat, gibt es jeden Tag, kommt wie viel? 70.000 Engel. Akbar. Und Hadith fi Muslim. Ein Hadith sahih. 70.000 Engel kommen die jeden Tag zu diesem Haus, diesem Kaaba, und die machen Tawaf. Ja, 7 Runde. Die gehen weg. Nächsten Tag kommt nochmal 70.000 Engel. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Keiner weiß, wie viel Allah Azza wa Jal von Engel hat. Allahu Akbar. Yani, wie viel sind die? Allahu A'lam. Allah weiß. Und gibt es auch ein Hadith. Yani, auch für Muslim, dass also die Jahannam wird gebracht in Yawm al-Qiyamah. يقول الله عز وجل وجيء يوم بجهنم. الله أكبر. جهنم wird gebracht in يوم القيامة. Und جهنم hat يعني لها 70,000 زمام. جهنم hat 70.000 Zügel. Das ist genau wie ein Faden. Und bei jedem Zügel sind nochmal 70.000 Engel, die das zählen zu Yawm al-Qiyamah. Ja. Wie viel sind die? Nur die Engel, die Jahannam bringen in Yawm al-Qiyamah, sind 4 Milliarden und 9 Millionen. Nicht nur, sogar 900 Millionen. Das heißt 4 Milliarden, yani fast 5 Milliarden. Engel bringen die bringen die Jahannam in Yawm al-Qiyam. Allahu Akbar. Das heißt, Jahannam, und Jahannam hat 70.000 Zügel. Das heißt, wo man richtig festhaltet und zieht. Und bei jedem Zügel sind 70.000 Engel. Und insgesamt sind 400 oder 4 Milliarden und 900 Millionen Engel, die nur Jahannam in Yawm al-Qiyamah bringen. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Allahu Akbar. Wie wird auch dieser Tag auch sein, wenn Jahannam gebracht wird? Jeder wird Gedanken machen. يَوْمَ إِذِنْ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. Jeder wird an alle Sachen, jeder Mensch, du wirst an die Sachen, die du in Dunya hier gemacht hast. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. Zu spät. Zu spät. Du kannst Gedanken machen, aber zu spät. Du hast viele Möglichkeiten gehabt, dass du Tauba machst, aber du hast nicht gemacht. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Für was wird diese Gedanken für dich jetzt also nützen? Für nichts. Vorbei. Warum? Wir sind immer, werden wir bestrafen und da werden wir belohnt. Einer von beiden. الندامة, die Reue ist schon vorbei. Gibt es keine Reue mehr. يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى يقول يا ليتني. Ich hätte nur für mein Leben etwas gemacht. Damit gemeint, das Leben und das echte Leben ist يوم القيامة. Diese Dunya ist eine Brücke. Diese Dunya ist für Hasanat sammeln.
Dusch oder runter? Was ist runter? Runter ist Jahannam. Und wenn du Dusch bist, Alhamdulillah, der beste Ni'ma, was Allah Azza wa Jal dir gegeben hat. Deshalb, liebe Bruder und Schwester, dass die Engel, keiner kann das wissen, wie viel die sind. Wir haben gerade gesagt, nur, dass die Jahannam bringen, sind 4 Milliarden und 900 Millionen Engel. Allahu Akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auch in einem Hadith, rawahu al-Tirmidhi, inni ara ma la tarawun. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Sahaba, ich sehe, was ihr nicht seht. Und ja, Rasulullah hat besondere, also er hat Besonderheiten, weißt du, extra Besonderheiten. Er sieht, was wir nicht sehen. Zum Beispiel, er kann Al-Jinn sehen, aber wir nicht. Er kann diese Strafe von Grab hören, aber wir nicht. Er kann von hinten sehen, aber wir nicht. Ja, manchmal Rasulullah lassen, wenn er vorbetet und ein Bruder zum Beispiel hinter ihm betet, in einer Reihe, und er macht einen Fehler, dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mali ara, ich sehe, ich habe ein paar Leute gesehen, die so und so und so machen, subhanallah. Aber von seinen Eigenschaften und von seinem Benehmen und von seinem Adab, er sagt oder er nennt nicht den Namen, warum machst du das? Nein, das ist nicht von seinen Eigenschaften. Sagte, ma balu qawmin, warum manche Leute machen so, subhanallah, damit er nicht Leute verletzt. Allahu Akbar. Diese Eigenschaft auch, leider haben wir auch nicht mehr. Illa man rahim Allah Azza wa Jal. Das ist auch ein Art von Nasiha, dass du deinem Bruder Nasiha gibst. Musst du richtig fein sein. Musst du richtig weich sein. Musst du Hakim sein. Musst du Mu'adhab sein. Und so weiter und so fort. Ar-Rasulullah sallam, er kann von hinten sehen. Allahu Akbar. Er sieht alles, was hinter ihm ist. Einer, der kleinen Fehler oder so macht, er sagt zum Beispiel, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warum sehe ich manche Leute, die so beten? Das heißt Augen oben, nicht in Sujud. Ja? Die machen so. Und dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warum sehe ich manche Leute, die so beten? Entweder machen die ihre Augen runter oder Allah azza wa jalla wird ihre Augen wegmachen. Allahu Akbar. Was haben wir jetzt also gelernt? Dass man so beten muss. Dass Augen müssen die am Boden, wo man Sujud macht, gucken. Damit gemeint nur, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er kann auch von hinten sehen. Damit gemeint nicht, dass er dritte Augen hinter ihm hat. Nein, das ist ein Wunder. Das ist eine Sache, die richtig besonders ist, was Allah ihm gegeben hat, die wir nicht haben. Sallallahu alaihi wasallam. Deshalb sagte denen, inni ara ma la taraun. Allahu Akbar. Ich sehe, was ihr nicht seht. Wa inni asma'u ma la tasma'un. Und ich höre, was ihr nicht auch nicht hört und nicht hören könnt. Ar-Rasulullah sallam, er hört auch, was im Grab ist. Er kann auch die Strafe auch hören. Wir haben auch schon mal auch einmal erwähnt, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einem Friedhof war und sein Maultier hat gewackelt. Warum? Warum hat gewackelt? Weil sie auch die Strafe hört oder hören kann. Die Strafe vom Grab kann sie auch das hören. Alle Tiere, subhanallah, können die auch die Strafe vom Grab auch hören. Wer noch? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also diese zwei Gräber, die bekommen ihre Strafe. Wegen was? Sagte einer, lästert, er macht Lästern, und der zweite, wenn er uriniert hat, er macht nicht sauber. Subhanallah. Wegen Urin bekommt man diese Adab al-Qabr. Ja, wegen Urin. Sagte sogar auch die meisten, sallallahu alaihi wasallam sagte, die meisten, die Strafe des Grabs bekommen, die Leute, die nicht sauber machen, wenn die uriniert haben. Allahu Akbar. Sauberkeit. Wir haben gerade gesagt, Dinul Islam, Dinul Tahara.
دين الإسلام دين النظافة. إسلام ist ein Religion der Reinheit. صلى الله عليه وسلم. Dann sagte محمد صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت السماء. Damit gemeint diese Geräusche ist, was ihr hört. Diese ksch. Ksch, 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 ksch. So. 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 Diese Geräusche, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hört auch im Himmel solche Geräusche. Attat is-sama, das heißt ksch, ksch. Warum? Warum Himmel macht Geräusche? Weil die Himmel ist voll mit Engeln. Allahu Akbar. Voll mit Engeln. Richtig schwer mit Engeln. Attat is-sama. وحق لها أن تأط الله أكبر شبه رش شبه und auch يعني die Engel die in Himmel sind kennen die auch Muhammad صلى الله عليه وسلم ja die kennen ihn auch persönlich الله أكبر das ist auch eine Ehre dass die Engel dich kennen الرسول صلى الله عليه وسلم als er in Himmel war bei Al-Mi'raj. Mit wem? Mit Jibril alayhi salam. Sieben Himmel. Immer wenn die in einen Himmel reinkommen wollen, was macht Jibril? Obwohl der, er ist der Chef aller Engel. Er klopft. Yasta'zin. Allahu Akbar. Yasta'zin. Das heißt nicht einfach rein. Nein. Hier muss man auch stoppen. Normalerweise muss man auch von Jibril diese Eigenschaft auch also lernen, dass er nicht einfach reinkommt, obwohl er der Chef aller Engel ist. Und trotzdem, er klopft, ist ihn. Er muss erstens um Erlaubnis bitten, dass er reinkommen darf. Hier lernt man erstens, dass die Himmel alle sind zu. Weißt du, alle sind zu. Da gibt es extra Engel, die auf die erste und die zweite bis siebte Himmel aufpassen. Das ist auch ein Beweis. Manche Gelehrten haben auch gesagt, die Leute, die behaupteten oder behaupten, dass die im Mond waren, die lügen. Dürfen die nicht. Die müssen erstens ein Erlaubnis von den Engeln bekommen, dann dürfen sie rein. Sonst geht nicht. Jibril alayhi salam, er klopft. Weißt du, was wir nicht mehr machen? Normalerweise, wenn du einen Bruder besuchen willst und du kommst an die Tür, klopfen einmal, zweimal, dreimal, wenn du nichts hörst, wer draußen ist oder wer ist da, dann geh nach Hause. Auch, schau mal, auch wenn du Geräusche von zu Hause hörst, dass jemand drin ist und er will nicht aufmachen, das ist sein Recht. Und du darfst nicht sauer sein. Allah Akbar, dieses Adab steht im Koran sogar. Darfst du nicht sauer sein? Ich klopfe. Einmal, zweimal, dreimal. Okay? Ich höre, dass jemand drin ist. Und er will nicht aufmachen. Okay, salam alaikum, ich gehe weg. Das war's. Und ich darf nicht sauer sein, wenn ich mit dem Bruder wieder treffe. Sage ich, Achil Karim, ich habe zu dir gekommen und du hast nicht aufgemacht und ich habe auch gehört, dass du zu Hause bist und trotzdem du willst nicht aufmachen. Warum nicht? Du darfst nicht diese Fragen stellen. Du weißt nicht, was drin ist. Weißt du? Du weißt nicht, was ist sein Zustand. Er will nicht aufmachen. Das musst du einfach so akzeptieren und weg. Und wenn du klopfst, erster Klopfen, nicht direkt an die Tür stehen. Nein, auf die rechte Seite oder auf die linke Seite. Einmal, rechte Seite, zweiter Mal, linke Seite, dritter Mal. Rechte Seite, keiner sagt was, ich gehe.
Subhanallah. So ist sogar Umar mit Abu Hurairah radhiyallahu anhu passiert ist. Yani, die haben geklopft, dreimal weg. Weg, einfach weg. Oder auch, was muss man auch lernen? Wenn du klopfst, okay, aufgemacht, komm Achi rein. Herzlich willkommen. Du darfst nicht setzen, erst wenn er dir sagt, setz hier oder da oder da. Wo er will, nicht wo du willst. Warum? Der weiß genau, wo seine Frau läuft, damit du nicht seine Frau siehst. Es gibt manche Brüder, die sind ein bisschen so. Du sagst ihm, sitz ach hier. Nein, ach, ich will hier sitzen. Was willst du hier sitzen? Er muss dir sagen, hier sitzen oder geh nach Hause. Jibril alayhi salam klopft. Klopft erstens. Und schau mal, subhanallah. Warum habe ich das erwähnt? Die Engel, die auf die Himmel aufpassen, sagen ihm, ist jemand mit dir? Er sagt ja. Er sagt ja, subhanallah. Jibril sagt ja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist mit mir. Sagen die ihm, hat Allah ihm eingeladen? Und schau mal, die haben nicht, schau mal, hier muss man was lernen. Die haben ihm nicht gefragt, wer Muhammad. Muhammad ist bekannt bei denen. Subhanallah. Yani, die haben nicht ihm gefragt, wer ist Muhammad? Wie ist dieser Mensch zum Beispiel? Die haben nur gefragt, ob jemand dabei ist. Sagte nein. Mit mir ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann wurde eingeladen. Ja, wurde eingeladen. Komm rein. Allahu Akbar. Ja, in anderen Rasul sallallahu alaihi wasallam damit gemeint, der ist bekannt bei den Engeln. Und du bist auch bekannt bei den Engeln. Wallahi, du bist auch bekannt bei den Engeln, wenn du krank bist und in Moschee kommst. Schau mal, das ist auch eine Sache, die mit der Barakat ist, subhanallah. Wenn du krank bist und du bist immer in der Moschee, wenn du nicht in Moschee kommst, die kommen zu dir nach Hause und dich besuchen. Allahu Akbar, subhanallah. Stell mal vor, dass Jibril, der Islam, dir kommt. Er kommt zu dir und dich besucht. Andere Engel, die in der Moschee sind und die haben dich vermisst. Und die haben sogar Sehnsucht nach dir, weil du nicht mehr in die Moschee kommst. Die kommen zu dir, extra zu dir kommen, damit die dich besuchen. Allahu Akbar. Das heißt, du bist bekannt. Du bist auch bekannt, wenn du jeden Tag und jede Nacht Koran liest. Die Engel, die sehen dich von ganz oben, wie ein Licht. Allahu Akbar. Das heißt, wenn du sterbst, die werden dich auch vermissen. Weil in diesem Zuhause, wo immer Koran rezitiert wurde, ist schon gestorben, ist nicht mehr da. Allahu Akbar. Schau mal, wie diese Beziehung zwischen uns und den Engeln. Die Engel und wir sind so. Allahu Akbar. Yani, an Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, yani, attati sama'u, das heißt schwer. As-sama' ist richtig schwer. Attati sama'u wa huqqa laha an ta'it. Ma fiha mawdi'un arba'at asabi'in illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Allahu Akbar. Wie groß ist al-sama? Wie groß ist die Himmel? Und so, vier Finger. Das heißt vier Finger. Zwischen vier Finger ist ein Engel. Hier ist ein Engel, hier ist ein Engel, wieder. Hier ist ein Engel, wieder. Hier ist ein Engel. Also zwischen zwei Finger, zwischen zwei Finger ist ein Engel. Was macht dieser Engel? Beim Sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sajidina lillahi ta'ala. Die machen Sujud für Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Es gibt Menschen, die nicht Sujud für Allah Azza wa Jal machen. Wie groß die Engel sind. Und die sind nur beim Sujud, beim Rukur, beim Gebet. Und du bist als Mensch kein Sajida.
Ach, ich stell mal vor, das gibt's manche Menschen, die werden sterben, ohne ein Sajda für Allah Azza wa Jalla zu machen. Hat 100 Jahre gelebt und kein einziger Sajda für Allah Azza wa Jalla. Wir reden nicht, ob er Kafir ist oder nicht Kafir. Ein Sajda für Allah Azza wa Jalla, der dich erschaffen hat, der dich besorgen hat und versorgt hat, der dir alles gegeben hat und für dich alles gemacht hat und kein einziges Sajda für ihn. Was kann man sagen für diese Leute, die immer sagen, faul, faul, wir sind faul, deshalb beten wir nicht. So, hier ist ein Engel und hier ist ein Engel. Nochmal wieder, hier ist ein Engel und nochmal hier ist ein Engel. Wie viele Engel sind in diese Himmel? Was machen die? Sujud. Hakada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. الله أكبر. Sagt Muhammad صلى الله عليه وسلم weiter, والله, wenn ihr wisst, was ich weiß, ihr werdet weinen, statt zu lachen. Ihr werdet viel weinen, statt zu lachen. Er weiß genau, was auf uns wartet. Besonders einer, der kein Sajda für Allah Azza wa Jalla macht. Es ist schwer. Es ist schwer, subhanallah. Es gibt manche Leute, die werden, wie gesagt, ohne Abrechnung ins Paradies reintreten. Aber du hast Schwierigkeiten nur mit dem Gebet. Dass du noch nicht betest. Was ist das? La hawla wa la quwwata illa billah. Hada hadith rawahu At-Tirmidhi. Yani, As-Sama ist schwer. Richtig schwer. Mit was? Mit Engeln, die nur am Sujud sind. Nur am Sujud. Und wir haben auch schon mal gesagt, Allah Azza wa Jalla hat manche Engel erschafft oder erschaffen. Was ist ihre Aufgabe? Sujud. Rukur. Das war's. Seit Allah die erschaffen hat, die sind nur beim Sujud und Rukur und Qiyam. Aber Yawm al-Qiyam, was werden die sagen? Die werden sagen, ja Allah, wir haben dich nicht richtig angebetet. Allahu Akbar. Wir haben dich nicht richtig angebetet. Obwohl die nur beim Beten sind. Und trotzdem, die sagen, wir haben dich nicht, ja Allah Azza wa Jalla, richtig nicht angebetet. Subhan al-Khaliq. ونحن نتكبر wir sind richtig hochmütig dass wir Allah Azza wa Jalla nicht anbeten. Was ist das سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Was ist die Aufgaben von Engel? Die Engel, سبحان الله, schau mal, wurden erschaffen und die haben so viele Aufgaben zu erledigen. Jeder hat seine Aufgabe. Jeder. Wir haben schon mal gesagt, dass Jibril seine Aufgabe Al-Wahi. Das ist ein Vermittler zwischen Allah Azza wa Jalla und seinen gesandten Propheten. Malak Al-Qatr, Al-Matar, Regen, extra, Mikaela alayhi salam, Israel, hat das schon, der ist schon bereit mit seinem Horn. Er wartet nur auf einen Befehl von Allah Azza wa Jalla, khalas. Malak al-Jibal, der Engel der Bergen, hat auch Aufgaben. Malak al-Maut, ihr wisst, was ist seine Aufgabe ist, subhanallah. Zack, bist du weg von dieser Dunya. Einfach zack. Allahu Akbar. Ja, ich schau mal. Malak al-Maut kam zu den, zu wem? Zu auch die? Die zu den gesandten Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und er kam, es gibt ein Hadith auf Muslim, kam Malak al-Maut zu Musa alaihi salam, als Menschengestalt. Und Musa alaihi salam hat nicht gewusst, dass er der Todesengel ist, Malak al-Maut.
Und er heißt Malakul Maut. Nicht anderer Name. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ Allahu Akbar. Das ist eine Aufgabe, Malakul Maut. Allahu Akbar. Kam zu Musa a.s. und er wollte seine Seele hochziehen. Sagte Malakul Maut zu ihm, ich muss heute deine Seele wegnehmen. Musa war ein bisschen so streng. Musa ist noch bekannt dafür. Und da hat nicht gewusst, dass er Malakul Maut ist. Hat ihm gegeben. Hatta faqa aynahu. Hat ihm eine Faust direkt zu seinen Augen. Bumm. Malakul Maut, weil es gibt ein Hadith auch. Jeder Gesandte und jeder Prophet, es ist freiwillig. Er kommt zu Malakul Maut und sagt ihm, willst du jetzt sterben oder später? Das ist auch eine Sache, die Besonderheit ist für gesandten Propheten. Die werden erstens gefragt, ob jetzt oder irgendwann. Aber das irgendwann heißt sowieso sterben. Malakul Maut ging zu Allah Azza wa Jalla und sagte ihm, ja Allah, du hast mich zu einem geschickt, der nicht sterben will. Sagte ihm, ja Malakul Maut, geh zu ihm wieder zurück und sag ihm, dass er seine Hand auf ein Kalb drauf macht, so auf sein Kalb. Und wie viel Haare hat seine Handfläche drauf gemacht? Jedes Haar mit einem Jahr. Das heißt, mehr als 100 Haare. Das heißt, wenn das mehr als 100 Haare, er wird auch mehr als 100 Jahre noch leben. Kam zu ihm und sagte ihm, Allah hat mir gesagt, so und so. Und dann Musa a.s. sagte ihm, was ist danach? Nach diesen Jahren. Sagte ihm, Malakul Maut, musst du sterben. Sagte ihm, Musa a.s. dann jetzt lebe. Dann hat er seine Seele hochgehoben. Al-Maut. Das ist auch seine Aufgabe. Und diese Treff wird auch jeder von uns erleben. Mit wem? Mit Malakul Maut. Malakul Maut kommt zu uns. La mahala. Ohne Zweifel. Ohne Schack. 100%. كل نفس ذائقة الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد egal wo ihr seid ملك الموت kommt قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم wir fliehen von dem Tod aber das wird uns treffen كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام jeder muss sterben und jeder wird auch bevor er stirbt, Malakul Maut sehen. Zum ersten Mal. Warum? Weil wir sehen nichts. Wenn wir zum Beispiel mit einem Bruder, der am Sterben ist, wir sehen nichts. Aber die Engel sind dabei. Allah Azza wa Jalla yaqul, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبُصِرُونَ Wir sind nahe zu euch. Wir sind dabei. Während dem Bruder stirbt. Aber ihr seht uns nicht. Allahu Akbar. Wir können sowas nicht ertragen. Das ist auch ein Gabe von Allah Azza wa Jal. Dass wir die Engel sehen, wie die Seelen hochziehen. Kann man sowas nicht ertragen als Mensch. Deshalb, lieber Bruder, wir müssen auf diesen Moment richtig bereit sein. Weil Malakul Maut wird uns sagen zu deiner Seele, Ya ayyatuha an-nafsu al-khabitha oder Ya ayyatuha an-nafsu al-tayyiba. Entweder er wird dir sagen, O du gutes Nafs oder Seele, komm bitte raus. Wuff. Kommt einfach so leicht wie ein Tropf von einem Hahn, Wasserhahn runterkommt. Zack. Oder Ya ayyatuha an-nafsu al-khabitha. O du schlechtes Seele, komm raus.
Und wenn eine schlechte Seele hat, wie die Kuffar haben, diese Seele will nicht von diesem Körper raus. Aber muss. Deine Seele, wenn eine Kafir ist, kommt seine Seele wie, genau wie ein Stachel hast in Baumwolle. Willst du das rausnehmen und richtig diese Baumwolle richtig nass, kommt mit Schwierigkeiten raus. Ein Stachel kommt mit Schwierigkeiten raus. Genauso kommt die Seele von Kuffar von ihrem Körper raus. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Yani, dieser Dialog kommt. Diese Wörter werden dir auch Malakul Maut auch sagen. Oder gute Seele oder schlechte Seele. Komm raus. Dann müssen wir, wie gesagt, bereit sein. Von anderen Aufgaben der Engel, es gibt auch manche Engel, die Befehle oder die Angelegenheiten von oben erledigen. Min as-sama'i ila al-ard. Die erledigen so viele Sachen. Kama qala Allah azza wa jal, fal-mudabbirati amra. Sie sind nur am Arbeiten. Obwohl wir nicht mitbekommen. Aber das ist eine extra Welt. Es gibt extra Welt für Al-Malaika, extra Welt für Djinn, extra Welt für Pflanzen, extra Welt für was? Für Tieren und so weiter und so fort. Aqwam, Volker, subhanallah, Welt, genauso, Alamul Malaika, Welt der Engel. Jeder macht was, subhanallah. Und auch qala azza wa jal, فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرَى. Al-Muqassimati Amra, die kommen wie ein Chef und jeder bekommt seine Aufgabe. Kommen die Aufträge von Allah Azza wa Jal und diese Engel, die sind extra nur, die nehmen diese Aufträge und die teilen an andere Engel, die weiter auch das erledigen müssen. وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Die machen, was Allah Azza wa Jal die befohlen hat. Und jeden Tag, jeden Fajr, Ibn Jibril alayhi salam bekommt er was? Befehl oder Befehle von Allah Azza wa Jal und Aufträge von Allah Azza wa Jal. Und er kommt zu anderen, yani die anderen Engel. Und er sagt, wisst ihr, was Allah mir gesagt hat? Die werden sagen, Al-Haq, Al-Haq, die Wahrheit, subhanallah. Die wissen, dass das nur die Wahrheit ist. Und sei auch glücklich. Du musst auch zufrieden sein, wenn die Engel dich lieben. Und du weißt, wenn die dich Engel lieben, damit gemeint, Allah liebt dich. Subhanallah. Hadith Rawah Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam, wenn Allah jemand liebt, er sagt zu wem allererst? Zu wem? Zu dem Chef, der Engel. Jibril alayhi salam. Ja, Jibril, schau mal, extra ruft Allah azza wa jal Jibril, damit er deinen Namen nennt. Inni uhibbu fulan. Ich liebe fulan mit deinem Namen. Ich liebe Sa'id. Ich liebe Muhammad. Ich liebe Ahmed. Ich liebe da und da und da und da und da. Du musst ihm auch lieben. Subhanallah. Allah sagt ihm, musst du ihm auch lieben. Das ist ganz normal. Was ist, wenn Allah Azza wa Jal jemand liebt? Automatisch, die Engel, die werden ihm auch lieben. Allahu Akbar. Möge Allah uns diese Gelegenheiten auch geben, subhanallah. Möge Allah uns auch lieben. Und wenn Allah Azza wa Jal dich liebt, was willst du noch haben? قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ. Das heißt, wenn du Allah Azza wa Jal dich lieben willst, dann musst du Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen. Dann wird dich Allah Azza wa Jal automatisch lieben. Und wenn Allah Azza wa Jal dich liebt, kommt weiter. Ja, Jibril, lieb Fulan. Er wird dich auch lieben. Dann Jibril alayhi salam sagt weiter zu allen Engeln, die im Himmel sind. Sieben Himmel. Wie viel? Allahu alam. Wir haben gerade gesagt, keiner weiß, wie viel in die Himmel sind.
Also hier einer, hier einer, da einer, da einer, da einer, da. Voll. So. So macht sie die Himmel. Jeder Engel muss dich auch lieben. Und wenn die Engel dich lieben, diese Liebe kommt runter auf diese Erde. Und jeder Mensch wird dich automatisch lieben. Und das merken wir, subhanallah, als Menschen. Wallahi, subhanallah, das merken wir. Yani manchmal, du siehst einen Bruder, der richtig beliebt ist. Und du sagst, subhanallah, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, aber ich liebe ihn. Und es gibt manche Leute, zum ersten Mal sagst du, nein, subhanallah, mein Herz sagt nein. Nein, subhanallah, das ist was Besonderes. Aber das ist von wem? Von Allah Azza wa Jal. Zum ersten Mal, du sitzt mit einem Bruder, dein Herz geht auf. Und manchmal mit einem anderen Bruder, dein Herz geht zu. Von wem? Das ist von Allah Azza wa Jal. Deshalb, liebe Geschwister, wir müssen bei sowas richtig bearbeiten, dass Allah Azza wa Jal uns liebt. Damit wir auch, damit die Engel uns auch lieben. Inshallah, kommt ja so in 10 Sekunden fertig. Nochmal, inshallah, werden wir nochmal live, damit wir inshallah die also weitermachen, inshallah.